Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play The Tenants. Wir haben hier eine Vertragsverlängerung, wieder 70 Tacken weniger. Finde ich jetzt nicht so geil, Schätzlein. Also, aber das haben wir schon letztes Mal festgestellt. Was haben wir denn hier? 439, jo. Gut, wir müssen erstmal schauen, dass Geld reinkommt. Hilft alle nix. 10.200, ja, da gehen wir doch mal Hallo sagen. Und fangen wir an mit der Renovierung. Ach Gott, hier haben wir noch einen Garten. Oh, okay. Dann fangen wir mal hier hinten an. Das wird alles erneuert, natürlich. Der arme Onkel, der darf durch die ganze Stadt fahren und wir lassen ihn nur überall nur den Dreck wegmachen. Bin gespannt, was hier, wie viele Räume wir hier machen müssen. Also aktuell haben wir ja schon drei, deswegen, aber ich gehe davon aus, dass wir hier noch ein bisschen Wände ziehen müssen, um weitere Räume zu machen. Aber gut, wird sich zeigen, ob das wirklich so stimmt. So, das hätten wir schon mal erneuert. Sehr schön. Kriegen wir dich auch gefixt. Yes, sehr schön. Wie schaut's bei dir aus? Komm, Onkel, regel das. Yay! Ich lasse die drei Sachen mal direkt da. Alles Gratis-Zeug, was wir im Zweifel für Deko brauchen könnten. Ansonsten alternativ können wir es verkaufen und erhöhen somit unser Budget. So, dann starten wir mal die Renovierung. Werkstatt, Garten, Wohnzimmer. Ah, hier hinten ist dann die Werkstatt. Okay, und wir brauchen nur das Wohnzimmer. Nice. Können wir auch hier die Wand rausreißen, theoretisch. Gut, wir fangen mal an hier mit der Werkstatt. So, und dann einmal das Fenster möchte ich jetzt nicht zustellen. So, Fässer brauchen wir. Ach so, ja, den Boden vielleicht erstmal Beton. Zack. Wände rot, nehmen wir hier dieses stylische. Moment, auf was müssen wir achten? Wichtig, erster Eindruck. Und Wände, ja gut. Unwichtig ist Deko, alles klar. So. Hallo? Was? Kakerlaken? Ja, komm, das regelt mal Onkelchen. So, der Raum wäre fertig. Dann einmal hier, schön mittig, damit wir auch alles kriegen. So, und die letzten Fische. So, das war's. Ja, schon anscheinend so. Gut. Madame ist happy. Wunderbar, dann gehen wir mal weiter renovieren. So, wir brauchen noch ein paar Bücher. Und die Werkstatt wäre damit fertig.
So. Oh, hier brauchen wir noch mehr Flipper und Kicker. Ei, ei, ei. Teurer Spaß. Aber das wäre ein Zimmer, das mir gefallen würde. Aber euch möchte ich mal direkt an der Wand stehen haben. So, einen weiteren Kicker. Weiteres Arcade-Spiel. Falscher Knopf. Also, kommen wir schnell nicht mal hier hin. So, Boden. Ja, nehmen wir den grünen Teppich. Wände, gelb, dann nehmen wir natürlich das teuerste, was wir haben. So, zwei Dartspiele möchtest du haben. Sollst du kriegen. Noch eine Videospielkonsole. Und einen Fernseher. Dann nehmen wir natürlich auch so einen riesen Otto. So, dann schauen wir doch mal. Busch. Oh, eingezäunter Sträucher. Teuer, aber schick. So, Baum. Da kriegen wir auch die teure noch hin. Sollte locker reichen vom Geld. So, und noch ein bisschen Gartendeko. So, eine Trophäe hättest du gerne. Wo haben wir denn eine Trophäe? Da. So, nicht schön, aber selten. Da Deko ja unwichtig ist, würde ich sagen, geben wir das so ab. Vielleicht freut es ihn ja auch, dass wir, oder sie freut es vielleicht auch, dass wir nicht alles Geld verballert haben, aber ich glaube, das hat eigentlich nicht so den mega Einfluss. Komm, mach ein bisschen schneller hier, Fräulein. Sehr schön, alles gefällt. Moment, ob ich so einen Haufen Ratten? So. Schick mein Onkel los. So. Die Bewertung gucke ich mir gleich an. Ist gemein, die Ratten können wieder durch Wände gehen. Ich leider nicht. So, jetzt aber raus hier. Yes. So. Ja, bitteschön, dann schauen wir doch mal die Bewertung vom letzten Job. Ja, perfekt, alles 5 Sterne. 12.000 und nochmal 2.000 Bonus. Da kommt doch Freude auf, ihr Lieben. So, hier gibt es die meisten Tatas. So, Onkelchen, mal rein. Und erstmal alles wieder sauber gemacht, auf links gezogen und gib ihm. Keine Ahnung, was wir hiervon noch brauchen werden, aber werden wir ja sehen.
So, jetzt noch der Schimmelfleck und dann war's das. So, weg mit dir, Onkelchen. Dann lass mal den Inneneinrichter ran. So, zwei Badezimmer. Okay. Ja, such dir was aus und schick mir die Rechnung. So, heißt, wir ziehen erstmal Wände rein. So, fangen wir mit den Badezimmern an. Okay, Fußböden sind nicht so wichtig, warte mal. Dann nehmen wir mal die billigen. Wichtiger sind Wände und die bevorzugte Möblierung. So, die können wir auch noch verkaufen, das ist ja praktisch. So, Klobürste. Zack. Toilettenpapier. Zack. Fertig. Next. Auch wieder Fliese. Machen wir auch wieder schön Billo. Was? Vielen Dank. Mein Zimmer sieht jetzt perfekt aus. Ja, guck. Da kommt doch Freude auf. So, ach, guck an, sogar der richtige Winkel direkt schon, herrlich. So, Badezimmer stehen. So, Wände braun, dann nehmen wir mal hier. Schön holzig. Ach, wir haben wieder diese komische Bettenkonstellation, ne? Ein Einzelbett. Ein Doppelbett. Ich fange mal hier hin. Und ein Etagenbett. So, Küchenschränke. Zwei Kleiderschränke. Was war das denn? Ja, guck, wieder 5 Sterne, sehr schön. Ich gucke mal direkt parallel, ob wir noch einen Babysitter-Job haben. Nee, leider aktuell nicht. Gut, dann machen wir erstmal hier ganz in Ruhe weiter. Mit zwei Schränke. Couchtisch haben wir schon einen, dann nehmen wir noch einen zweiten dazu. Wandschränke. Bei Hogge. Ach, die kann man da dran machen, ja, guck. Und noch zwei kleine Tische. So, was fehlt? Ach, guck an hier. Da ist ja noch jede Menge, was fehlt. Ah, so langsam wird's Geld knapp.
So, Dede. Ja, nehmen wir doch so. Oh, null Deko. Der sagt jetzt nicht, dass Deko unwichtig ist. Deswegen sollten wir vielleicht doch ein bisschen was hinmachen. So, genau, alles aufgebraucht. Jetzt nehmen wir es so. Mal schauen, wie die Bewertung ausfällt. Man darf gespannt sein. Ja, bisher sieht es ganz gut aus. So, ja, 5 Sterne, sehr schön. So, haben wir einen Babysitter-Job? Jetzt haben wir. Aber ich möchte noch mal kurz eben ins alte Viertel schauen. Nicht, dass wir jetzt groß Geld da hätten, aber wir könnten ja im Zweifel wieder ein Darlehen aufnehmen. Um dann entsprechend... ein bisschen was... Ach, du bist auf Arbeit, okay. Ich habe mich gerade kurz gefragt, was das Symbol denn heißen soll. So, du kostest 213. Leider aktuell nicht finanzierbar. 1 Million, ja, ist klar. 71, ja. Leider haben wir aber auch dafür kein Geld. Schade. Gut, macht das hier rüber schon ein bisschen witzlos. Wenn wir eh keine Tatas auf dem Konto haben. So, wo dürfen wir denn Babysitten hier? Oh, große Butze. Viele Waschmaschinen, sehr schön. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.